Herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal mit Spaten unterwegs. Ich bin gerade ein bisschen dabei, noch ein paar Bienenbäume zu pflanzen. Wir haben jetzt den 29. Februar, also 17 Grad, richtig krass warm. Ihr seht vielleicht im Hintergrund diese wilden Zwetschgen, Schlehen, was auch immer, das blüht. Wir sollen heute laut Wetterbericht 17 Grad bekommen. Die Nachrichten sagen ja, der wärmste Winter oder Februar, zumindest seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt habe ich hier so eine Stelle, da will ich noch ein, zwei Bienenbäume einpflanzen. Ja, im Prinzip gucke ich ja immer so, dass wir rund um die Bienenstände ein bisschen für vernünftiges Pollenangebot sorgen. Mit so habe ich so Weiden, wo so blühen, jetzt die Bienenbäume. Ja, da bin ich immer ein bisschen dran zum Experimentieren, weil Futterteig ist teuer und wir alle wissen, Bienenvölker brauchen gerade am Winterausgang, ist eine ausreichende Pollenversorgung super wichtig und jetzt den Bienenbaum betreffend natürlich auch später dann im Jahr, wenn es Richtung Winter geht, Richtung Winterbienen, wenn die Gesundheit auch wieder eine ganz große Rolle spielt. Ich mache das jetzt. Und dann unterhalten wir uns gleich nochmal über den Versuch, über die Bienenvölker, wie die jetzt gerade aussehen. Ja, wenn man die Kamera in der einen Hand hat, kann man nicht alles tragen, muss mal zweimal laufen. Es ist einfach aufwendig, so Videos zu machen. Jetzt mit einem Bienenbaum von dreien unterwegs. Und jetzt lasst uns hier mal schauen, was wir hier schon für eine Blütenpracht haben. Also da können wir auch drauf wetten, dass da in ein, zwei Stunden, wir haben es jetzt 10 Uhr, dass da die Bienen antanzen und sich da schon mal versorgen. Na klar, da wo man graben will, ist gerade noch eine alte Wurzel drin. Aber wir werden das wohl hinkriegen. Ich mache das immer, weil ich es halt noch übrig habe. Zum Hasengitter, wir haben auch Regenwurm drin. Den lassen wir doch gerade weiterleben. Aber sogar ein bisschen zu tief hier. Naja. So. Ein bisschen andrücken, dass dem auch nichts im Wege steht, dass die schön anwachsen. Haben wir noch unseren Verbissschutz rum. Vielleicht bringt er ja was. Aber wie gesagt, den hatte ich halt gerade übrig. So, auf zum nächsten. So, andere Baustelle. Vor ein paar Tagen habe ich euch ein paar Aufnahmen gemacht von zwei Jungvölkern. Da sehen wir eigentlich ganz schöne Unterschiede. Wir haben hier das erste Jungvolk. Das ist so ein Jungvolk, ich glaube, das kann man stolz sagen. Das ist mir ganz gut gelungen. Zum Glück ist es so, dass die meisten so aussehen. Es ist relativ voll, hat sich gut entwickelt und ihr seht auch, ist praktisch abgegrenzt durch die Futtertasche. Wir haben dann hier noch das zweite Bienenvolk. Ihr seht sofort auf den ersten Blick, viel, viel schwächer. Und Ausgangsbedingungen waren aber gleich. Ja, also wir haben ungefähr die gleiche Anzahl, sagen wir mal pauschal, die gleiche Anzahl mit Bienen gestartet, gleicher Zeitpunkt. Die Königin ist aus der gleichen Serie, also zum gleichen Zeitraum begattet. Grundlegend, sagen wir mal, einfach halber gleiche Genetik. Ich meine, da gibt es natürlich von den Drohnen vielleicht den einen oder anderen Unterschied, aber im Großen und Ganzen gleich. Gefüttert gleich, Varroa-Behandlung gleich und auch in der Varroa-Schlusskontrolle praktisch im Oktober die gleiche Anzahl von Bienen. Da sahen die auch beide noch tipptopp gleich aus. Jetzt hat man das ja immer wieder, dass sich an einem Bienenstand Bienenvölker verschieden entwickeln. Und das ist jetzt einfach so für mich ein bisschen so ein Paradebeispiel, wo ich mal rausgreifen will, was da passiert sein könnte. Und zwar am Varroa-Befall per se kann es nicht liegen. Weil ich mache das ja mit der Puderzuckermethode und da waren wir gleich. Ich behaupte jetzt auch mal, dass die Puderzuckermethode so ungefähr passt, weil überall im ganzen Betrieb haben wir ja praktisch
keine oder ganz, ganz geringe Verluste an Varroamilbe, außer an dem Bienenstand, den wir jetzt gleich nachher noch anschauen. Also sage ich mal, die Puderzuckermethode passt grundlegend. Dann kann es ja eigentlich nur, weil Pollenversorgung, und so muss ja auch alles gleich sein, gleicher Standort. Klar hast du Bienenvölker, die mal keine Lust haben und ein bisschen später fliegen, ein bisschen mehr Sonne brauchen, das schon. Aber das würde ich jetzt ja auch grundlegend nicht machen. Und mein Rückschluss ist eigentlich daran, dass es ein Vitalitätsproblem ist. Also dass da im Prinzip eine Krankheit drin sein muss, vielleicht wahrscheinlich ein Virus. Warum ich das so begründe oder wie ich euch das begründen will, aus meiner Sicht ist, wenn ihr die Bienenvölker jetzt weiterlaufen lasst, dann habt ihr das ja oft, dass die Bienenvölker im Mai wieder gleich aussehen. Da siehst du minimale oder gar keine Unterschiede mehr zwischen Volk 1, wo jetzt schon stark ist, und Volk 2. Also die holen unheimlich auf. Das kann passieren, muss nicht passieren. Der spricht für mich ja ein bisschen für dieses Thema, dass da ein Vitalitäts- bzw. ein Gesundheitsproblem ist, weil wir alle kennen das von Nosema. Nosema ist ja auch, oder bei anderen Krankheiten auch, ist ja immer dieses Thema, das Bienenvolk kann sich wieder gesund brüten durch diesen Brutumschlag. Und deshalb glaube ich, dass man da einfach bei einzelnen Bienenvölkern eine höhere Krankheitsbelastung bzw. den Verlust an Vitalität, sagen wir es mal ganz allgemein, hat gegenüber anderen und die deshalb viel, viel schwächer aus dem Winter kommen. Das ist für mich auch so ein bisschen der Punkt, einfach schön die Vögel hier, ich weiß nicht, ob man es hört, das ist für mich auch so ein bisschen der Punkt, warum ich schwache Völker im Frühling nicht mehr zusammenwürfel. Weil klar hat man Völker, die entwickeln sich nicht, wie man will. Ne? Die werden nicht stark, die bleiben Kümmerlinge. Aber weil ich eben sage, weil die so unterschiedlich aus dem Winter kommen, ist da irgendwas nicht ganz koscher. Ne? Ganz genau kann ich es euch nicht sagen, kann wahrscheinlich keiner sagen, weil wir sind ja forschungstechnisch bei den Bienen, finde ich, könnte man ein bisschen mehr tun, ne? Sagen wir es mal so. Und dann haben wir da diese Unterschiede. Und wenn ich jetzt diese zwei Völker vereinige, tue ich dann dem gesunden Volk, dem starken Volk einen Gefallen, wenn da jetzt 2000 kranke Bienen dazukommen. Also ich bezweifle es. Und deshalb tue ich auch seit einigen Jahren Bienenvölker, die schwach sind, nicht mehr vereinigen. Ich weiß, in vielen Ratgebern wird es noch so gemacht, aber ich bin davon komplett abgekommen. Man muss sagen, die meisten Bienenvölker schaffen sich gesund und werden noch. Klar, wenn die jetzt viel schwächer sind wie das, oder das ist jetzt auch so eine absolut untere Grenze. Ne? Und manche schaffen es nicht und die muss man halt dann im Sommer praktisch, sag ich mal in Anführungszeichen, verarbeiten. Ne? Da muss man halt dann gucken, was macht man mit denen. Im Prinzip tut man sie auflösen. Man kann, wenn man eine Königin über hat oder einen Schwarm hat, kann man da irgendwas machen, was jetzt aber auch nicht das Optimale ist. Das ist dann eher die Tierliebe wie die Vernunft. Vernünftigerweise müsste man Bienenvölker, die sich nicht entwickeln, einfach im Sommer dann auflösen. Also auf keinen Fall Begattungsgäste davon fühlen oder so. Das kann ich euch sagen. Das könnt ihr gleich sein lassen. Also im Prinzip kann man solche Bienenvölker, ja, ich weiß nicht wie, vernünftig retten. Ne? Also man kann die jetzt dahin siechen lassen, dann entwickeln sich die vielleicht auf 3, 4 volle Waben. Aber dann ist haben wir das Problem halt einfach im nächsten Frühjahr, dass man da im Prinzip genau die gleiche Problematik wieder haben. Honig haben wir sowieso nicht geerntet, nur Arbeit gehabt. Den Bienen haben wir keinen Gefallen getan, weil sie halt, die Entwicklungskraft ist ja klar, hat man da irgendwo eine Genetik zugrunde liegen und man hat einen Bienenstandort und man hat ein Nahrungsangebot. Aber das Ausschlaggebende für so eine Volksentwicklung ist doch die Vitalität, die Gesundheit. Ja. Gut, jetzt springe aber weiter zu meinem schlechtesten Bienenstand. Ich berichte euch mal, da habe ich es dieses Jahr nochmal versucht und hat leider wieder nicht so toll funktioniert.
wird es wahrscheinlich nächstes Jahr keine Bienen mehr geben. Gut, schauen wir uns an, was das Problem ist. So, schauen wir passend uns zur Abendstimmung, zur düsteren Abendstimmung, habe ich euch jetzt mal mitgenommen an meinen schlechtesten Bienenstand. Man hat ihn ja auch schon bei ein paar Videos gesehen. Und ich muss sagen, das ist das dritte Jahr in Folge, wo ich an dem Bienenvolk, also wenn ich tote Bienenvölker habe, dann eigentlich immer hier. Ich weiß nicht, ich komme echt nicht drauf, was das ist. Wenn das jetzt zwei Jahre hintereinander gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, ein Varroa-Problem. Manche haben vielleicht gerade so überlebt und so weiter und so fort und hat sich dann hochgeschaukelt. Aber es ist halt immer so. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 Bienenvölker. Und davon sind 4 nicht mehr unter den Lebenden. Und wie gesagt, da bin ich jetzt ehrlich ein bisschen überfordert, weil das jetzt schon ein paar Mal nacheinander ist. Und ihr seht es ja, es ist ja kein schattiger Bienenstand. Es ist gerade das Gegenteil, es ist ein Bienenstand, der ist immer in der Sonne. Weil beim schattigen Bienenstand hätte ich halt gesagt, okay, Ameise verdunstet irgendwie blöd oder es ist da immer Wind und die Konzentration passt nicht. Oder die Bienendichte ist zu viel hier, aber es ist halt auch so, dass hier eigentlich so im Umkreis, da unten sind noch ein paar Bienenvölker, aber eigentlich alles in Ordnung. Die Landschaft drumherum ist in Ordnung, da gibt es viel Wildnis, viel Dings. Ich meine, da hinter euch, da gibt es Weinberge, aber ich habe auch andere Bienenstände, wo Weinberge in der Nähe sind, habe da nicht so das Problem. Und hier habe ich irgendwie, ist der Wurm drin, ich weiß es nicht. Also im Prinzip kann man sagen, diese 12 Bienenvölker sind im Prinzip zuständig für fast alle Verluste, die die ganze Imkerei hat. Und das ist jetzt schon drei Jahre hintereinander. Also da werde ich mir mal noch mal eine Lösung überlegen. Ja, richtig kalt, ne? 10 Grad haben wir, sagt Saulo. Aber man ist einfach verwöhnt, ne? Mit 15 Grad. Tagsüber und Sonne und gut, heute gab es ein bisschen Regen, aber jetzt friert es einen schon wieder bei 10 Grad. Einfach ein extremes Wetter. Also ich wüsste nicht, wann wir Winter hatten. Mal ein Tag, glaube ich, Schnee letztes Jahr im Herbst, aber seither nur warm. Naja, sonst muss man sagen, den Bienenvölkern geht es ganz gut. Parallel läuft ja der Futter Vergleich bei mir. Ich habe da jetzt 3 Gruppen gemacht mit 3 verschiedenen Futterteigen. Da berichte ich euch jetzt demnächst oder berichte ich euch dann später ja auch nochmal. Die nehmen das ab. Ich erfasse die Daten da zuverlässig und da gibt es jetzt gerade eigentlich nichts zu filmen dabei. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Wetter, weil die immer fliegen, weil ja schon so viel blüht hier in der Natur. Bin ich mal gespannt, was da dann am Ende rauskommt und vielleicht müssen wir da auch nächstes Jahr nochmal einen Vergleichstest machen. Wir werden sehen. Warum bin ich jetzt so spät dran? Na, zum einen passt die düstere Stimmung ja zu dem Thema, was hier mit den Bienenvölkern los ist. Es sind schon ein klar Varroa-Schäden. Ne? Das muss man schon sagen. Oder sagen wir mal so, Virusschäden, wahrscheinlich durch Varroa bedingt. Aber warum ich hier an diesem Bienenstand, meine, ich bin jetzt ja kein Imker, der das zum ersten Mal macht und ich kontrolliere mir die ja auch alle im Herbst. Ich habe ja die Problematik gewusst, dass da die 2 Jahre davor schon die hohen Verluste waren. Ich habe mir die alle im Oktober nochmal angeschaut und da bin ich echt ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Wenn da jetzt tote Bienen rumliegen würden, klar, würde ich einsammeln, würde ich eine Probe wegschicken, hätte ich ein Ergebnis. Aber haben wir ja auch nicht. Also ein bisschen eine verflixte Sache. Wenn ihr noch Ideen habt und mir da auf die Sprünge helfen könnt, vielleicht bin ich auch einfach betriebsblind. Ich immer dieser Bienenstand. Ja. Da ist keine Überspannungsleitung, da ist keine Quelle, da ist kein Nussbaum. Alles, was man sagt, was irgendwie Auswirkungen auf so ein Bienenvolk hat, in negativer Art, gibt es hier eigentlich nicht. Hier ist nur, ja, gut. Ich meine, da unten, 200 Meter weiter, ist auch ein Imker, der sehr ordentlich arbeitet. Also Reinvasion von Varroa-Milben
scheiden da meiner Meinung nach raus. Das ist wirklich ein sehr vorzeigbarer Imker und da funktioniert es ja auch. Ne? Nur bei mir funktioniert es ja an diesem einen Bienenstand nicht. Aber genug gejammert. Nee, ich wollte ja auch sagen, warum ich gerade ein bisschen später bin, weil wir hatten, wie heißt denn das? Weißacher Imkertag heißt das. Ne? Das ist eine Online-Veranstaltung mittlerweile. Ist, glaube ich, für Baden-Württemberg oder für das Regierungspräsidium Stuttgart so ein Infotag für Imker vom Regierungspräsidium, glaube ich, organisiert. Also der Fachberater hier von der Region ist da mit federführend dabei. Und da gibt es einfach immer Vorträge über interessante Themen. Wir haben heute was gelernt über die asiatische Hornisse wieder. Ne? Das ist ja jetzt... war der letzte Jahr eine Veranstaltung von den Backfast-Imkern Bayern. War ganz interessant. Heute haben wir jetzt gehört, dass es doch ein ganz großes Problem ist und ein Problem werden wird und sie wahrscheinlich von den arteninvasiven Arten gestrichen wird, weil sie halt dann hier praktisch nicht mehr zu verdrängen wäre. Und der Imker soll sich praktisch kümmern, wie man die Bienenvölker schützt. Ne? Durch Aufstellung, durch Anschaffung von elektrischen Harfen, also so elektrische Drähte mit Autobatterie, die Fluglöcher schützen und so. Mag alles sein, ne? Will ich jetzt fachlich nicht beurteilen. Was mir die Frage stellt, jetzt haben wir in der Imkerei ja schon massive Probleme mit Klimawandel, mit, nicht Klimawandel, nennen wir es anders, aber wir haben keinen Winter. Wir haben einen ganz schnellen Blühbeginn im Frühjahr. Wir haben eine Veränderung der Landwirtschaft, also ein Verschwinden von Nahrungsangeboten. Wir haben das Thema Pflanzenschutzmittel, wir haben das Thema Honigvermarktung und jetzt soll man hier auch noch elektrische Zäune gegen die asiatische Hornisse vielleicht aufbauen. Weiß ich nicht, ne? Ob das so die Lösung ist und ob da so eine Schwierigkeit, Probleme finden bei den verantwortlichen Leuten in der Verwaltung da ist, wie es den Berufsimkern gerade geht oder was da für Herausforderungen in den nächsten Jahren anstehen. Es wird ja nicht leichter, ne? Die ganze Thematik Honigerzeugung in Deutschland. Zweiter Vortrag war über die Lebensmittelkontrolle, sage ich jetzt mal ganz einfach. Festzustellen, dass es kaum Rückstände gibt. Also Pflanzenschutzmittel gab es, glaube ich, keine auffällige Probe. Und also Honig ist ein relativ sauberes Produkt hier in Baden-Württemberg. Das bleibt festzustellen. Und dann ging es noch um dieses Thema, ein super Vortrag, Thema Bienenhalten im Naturschutzgebiet. Pro und Contra, ne, wie festzustellen. Super interessant, kann ich inhaltlich so auf die Schnelle jetzt nichts sagen, aber ein sehr schöner Referent aus Oberbayern, der Fachberater von damals. Also kann ich nur empfehlen, ein super schöner Vortrag hat er da gemacht. Und genau, das war es im Prinzip, was ich mir heute Mittag angeschaut habe. Jetzt wollte ich euch aber auch, weil ich sowieso gerade bei dem Bienenstand bin, das euch nochmal zeigen, dass auch ich, wo ich glaube schon ganz gute Imker bin, dass auch ich manchmal einfach mit meinem Latein am Ende bin. Und vielleicht ist es Zufall, Betriebsblindheit, vielleicht mache ich immer hier einen Fehler, weil ich abgelenkt bin, weil ich hier, keine Ahnung, nur in der Stimmung hinkomme. Ich kann es euch nicht sagen. Jetzt habe ich aber genug geschwätzt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich, wenn das hier so weitergeht mit den Temperaturen, sind wir da in 2 Wochen bei der Blüte von Kirsche oder so. Also ich bin echt mal gespannt. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.